Willkommen hier in Heilig Geist, der Themenkirche Kirchenmusik in Mannheim. Wir möchten Ihnen heute einen geistlich-musikalischen Gruß zum Advent aus dem Zentrum für Kirchenmusik in Mannheim hier senden. Wir widmen diesen Gruß allen, die unter der Corona-Pandemie leiden und allen, die versuchen, die Folgen zu lindern. Komm, du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich kund, darob staune, was da lebt, also will Gott werden Mensch. Dieses uralte Adventslied drückt in Wort und Melodie eine tiefe Sehnsucht aus. Kein Geringerer als der Heiland der Welt wird herbeigesehnt. Es ist ein drängender, ja fordernder Ruf nach seinem Kommen. Die Sehnsucht nach einer Veränderung der jetzigen Verhältnisse schafft sich Raum. Welche Sehnsüchte machen sich in unserem Herzen breit? In diesem Advent werden die meisten sich nach einem Ende der Pandemie sehnen. Andere ersehnen sich ein harmonisches Fest der Familie oder einfach ein schönes Weihnachtsfest, wo die Last des Jahres abfällt von uns. Dieses uralte Lied mit einem Text von Ambrosius von Mailand, gedichtet im 4. Jahrhundert, wurde seither von Generationen von Christen gesungen. Blieb die Sehnsucht nach Gott unerfüllt? Wurde vergeblich
um das Kommen des Heilands gefleht. Nein, denn wer sich nach Veränderung und Heilung sehnt, der öffnet sich für die Zukunft, der ahnt hinter der Dunkelheit das Licht. Und schon hat die Veränderung begonnen, weil ich meine Sichtweise auf die Welt geändert und weil ich meiner Sehnsucht getraut habe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf, schreibt Nelly Sachs in einem Gedicht über die Sehnsucht und fragt dann: Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Allen eine gesegnete Adventszeit.